Hey Jungs und Mädels, diverse und die, die noch nicht wirklich wissen, was sie sind, willkommen bei Mr. Waller. Im heutigen Video seid ihr dabei in Suriname, Südamerika. Wird sehr, sehr speziell. Maxi und ich versuchen das erste Mal in unserem Leben so einen Lurschi zu fangen. Wird auf jeden Fall ein geiles Video. Bleibt dran. Hast du dich schon angepasst? Schade, pass auf, Pullover, Alter. 23 Juni, Holland. Windige Sauna, ist kalt, jetzt sind doch alle bekloppt. Ich kann gar nicht verstehen, warum das die alle Holland so geil finden, Alter. Holland ist das richtige Drecksland, das es in ganz Europa gibt. Komplett, finde ich auch mittlerweile. Ich glaube, so langsam in Russland ist wärmer wieder, Alter. Scheiße, sogar im Dezember wahrscheinlich. Wir müssen jetzt dann noch kurz einmal erklären, was wir eigentlich gerade machen. Weil wir sind nicht irgendwie YPC-Training oder so. Ja, wir machen ja bloß einen Zwischenstopp. Wir sind unterwegs, du magst ihn nicht. Und zwar? Wir gehen Lurschis angeln in Südamerika. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann wieder heimkommen. Eule und Maxi ist Südamerika-Abenteuer. Eule im Anflug. Eule im Anflug. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Was ist die Mission? Jetzt Kaffee, noch? Kaffee trinken. Ja, ganz genau. Erst Eichecke, dann Kaffee. Nicht Starbucks. Ich brauche zwei gute Plätzle vom Morgen vor der Fluch. Second floor, no smoking, super. Das erste, was gebrochen wird. Ich glaube, es ist schon wieder hingesetzt. Oder privat. Hier raus, finde ich da irgendwas. Auto, Maxi? Ja. Ist auch schon Waffen? Ja. Okay, das lässt sich aushalten. Das ist alles dran mit ihrem Zimmer sein. Okay. Okay. Mission Amsterdam. Mission Amsterdam, ready to go. Taxi place. You can call from here. Ah, okay, they but here is not a place. We won't go to a coffee shop, you know. Yeah. Ah, da brauchen wir ein Taxi rufen drin. Nein, die Rezeption sagt, wir brauchen ein Hasch-Taxi. Okay. Wenn sie sagt, was das ist, dann sagt er, soll Hasch herbringen, dann brauchen wir den Fort. Das ist urlaubsmäßig. Das hat was, gell? Next stop, Coffee Shop. Coffee Shop. Ja. Hey, let's go. Wann müssen wir morgen aufstehen? 5 Uhr, 5.40. Treffpunkt, oder? Ja. Wie spät ist es? 2 oder was genau? Mal Uhrzeit, was soll ich denn sagen? Ich mach mich so weg, ich schlaf morgen den ganzen Tag. Was willst du in den 10 Stunden Fluch machen, Alter? Spazieren laufen, oder was? Ich mach mich so weg, dass ich morgen den ganzen Tag am Arsch bin. Das ist der Plan. Bier habe ich auch schon 10 nichts davon, oder was? Geil. Urlaub halt. Mega. Sehr gut. Siehst du, da kommt schon der nächste Bier wieder. Scheiße, Mann. Ja, ich auch viel. Vorstellen, Marcel. Marcel ist dabei. Hi, Marc. Hallo. Hi. Marcel und Marc sind dabei. Und Marcel passen genau ins Profil, Alter. Von? Von unserer Air Force Tour, Alter. Also die Jungs wollen nach, dass wir morgen alles besorgen, wenn wir schon mal in Südamerika sind. Was bedeutet alles? Wasser, Alkohol, Zigarette, Wasser, Bier, alles. Halt. Wasser, was du, Wasser ich glaube, ihr habt in mein ganzes Leben noch nie Wasser ich trinken. Ich trinke echt viel Wasser, Maxi. Ich gucke seit ungefähr 4 Wochen gucke ich auf meine Gesundheit. Ja. Guck mal. Der ist wirklich gut ausgestattet. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist von meiner Company. Und was sind das? Was? Das sind Zec Pro Cat Boat, ne? Pro Cat Boat? Ja. Was geht? Was geht? Alles was bei und fies ist. Bis gleich und jetzt. Ja, bis gleich. Good morning and the morning. Ungünstige Zeit, Alter. So, ein paar Kaffee später, da bin ich auch wieder fit. 6.25 Uhr abfahren. Wer fährt denn überhaupt? Ivan, der Schreckliche, oder was? Ja, wahrscheinlich der Gleiche. Okay. Der wird noch schlafen. Der wird noch ein paar allein gefahren, Alter. Ich muss wie ein Redenkönig, Alter. Ja? Allein, komplett allein, Alter. War geil. So, Jungs und Mädels, ihr seht's, wir sind bei uns am Hafen, Hasekäfig eingesperrt. Sind hier bloß 10 Stunden, kein Problem, machen wir ganz locker. Wir sehen uns auf jeden Fall in Südamerika. Oh,
Welcome to Suriname. Ich war da auf der Höhe. Wir sind angekommen. Soll ich mich gleich wieder beschweren oder was? Na, beschweren nicht. Gibt da. 10,5 Stunden, Alter, so. So, ich hab noch nicht mal Platz gehabt, meine Schulter aus. Also, ich war noch nie in so einer kleinen Flugzeug, sag's ja. Weil von außen riesig aussehe und innen drin alles so klein, Alter, noch nicht mal gar nichts hat's gehabt. Ich bin gerade froh, dass es Sitzpolster gehabt hat, das Ding. Kein Fernseher, kein Radio, kein USB, gar nichts. Und so ein Sitz, Alter. 55 cm von meinem fetten Arsch, weißt du, was ich meine? War da wie neu geschossen. Ja, aber egal, wir beschweren uns jetzt nicht. Wir sind da. Wir sind froh, dass wir da sind, Alter. Endlich geiles Wetter. Dschungel. 42 Grad. Im Facebook aus. Verstehst du? Du brauchst. So ein Jaguar oder so darf ich mal nicht ins Handgepäck stoppen. Alles fürs nee. Tollwerk, gell? Papagei schon. Papagei da. Aber du brauchst ja Erlaubnis. Ich steck dir mal einen Jaguar ins Handgepäck, Alter. Hoffentlich finden wir einen Jaguar, hoffentlich sehen wir einen Jaguar. Das wäre krass, gell? Das wäre geil. Spannend, oder? Ich bin VIP, sicher. Ruderer einladen, Rucksack einladen. Das war's. Ne, hab ich auch nicht. Nee. Ich bin dabei. Und durch meinen hervorragenden Charakter, meine gute Laune, bin ich sozusagen ein Goldstück für diese Gruppe. Ich steche schon ganz eindeutig heraus. Jetzt habe ich automatisch die Gruppe gezwungen zu warten. Vielleicht so machen wir das. Zwei wahre Zigarettenangebote und sag, oh, er raucht auch eine. Das kann, wenn ich es Andreas nicht sage, ist es meine Schuld. Der Busfahrer will noch eine rauchen, gell? Ah, Jungs, ich bin so lange Reiseleiter, gell? Ja, ich hab dir das Video gesehen, das war ja nicht angekommen. Geil. Ich hab extra Tierschwäde und mit dem Raum was. Alles kommt in der Kontrolle. Wir kommen genau ans Hotel. Bist du cool, ja. Alles grün, alles geil. Ja. Es ist mega, oder? Stolz wie der Hund aufs Bahn. Geil, oder? Was willst du, Marcel, bei den Ketten? Was? Was willst du bei den Ketten? Ja, ich weiß, wir sind schon wieder 20 Stunden wach oder was, oder 24 oder so. Ja, ja, ja. So. Hast du nicht geschlafen? Flugzeug nicht mehr. Scharschloch. Was? Ich schlafe im Flugzeug. Ich bin so im Flugzeug da die ganze Zeit, Alter. Ja, ja. Mein Knie schlachen da vorne an. So, ich nicht schlafen. Nutzt nichts. Du hast die letzte Nacht in Zivilisation. Jetzt geht's ab in den Dschungel. Aber zuerst, brauchbar. Richtig. Sag's euch, wie es ist, man. Alles kriegt, bis auf die Knacken, aber die hole ich jetzt. Ja, guck mal, Max. Nigel, hagelneue Aluboote. Sind erst seit gestern liegen die da. Sieht man ja schon. So was brauchen wir. Was sind nur andere Repetierer kriegen, das sind zu uns schon die Hand. Es gibt einen Gott. Hörst du die Musik? Ja. Ich habe früher als kleines Kind, Alter, immer jeden Tag ein Butterflies gespielt, Junge. Ich habe so viel Butterflies gehabt, heute verbotene Waffe, Alter. Was heißt kleines Kind, Alter? Ja, so mit 7, 8, 9, 10 Jahren, Alter, habe ich jeden Tag ein Butterfly trainiert. Klar. Ja, geil, dass der Taschenlampe so offen ist. Ich gucke, was gehabt vorher. Kannst du bitte jetzt die Pose einnehmen? Sehr cool, danke. Steht da. Das ist wie so ein schwarzer Soldat. Das ist geil. Ja. 1500? Ja, ein bisschen mehr, 50. 50 Euro. Was ist das wert? Weiß ich nicht. Spiegel irgendwo, sehe ich geil aus. Ja, schon. Sehe ich schon geil aus, ja, oder? Doch. Ich fühle mich auch geil. Also 10 vor 10, ohne Scheiß. Jetzt? Ja. Ich mit, ja, klar, dann nehme ich mit. Dann look at 1 minute, right? In die Kamera da. Piu, piu, piu. Geil, oder? Jetzt bin ich stolz. Knarre habe ich gar nicht. Ich habe echt alles gegeben.
Aber ich habe Munition gekauft, der Pickel. Dass der Geige den sagen kann, mir haben zu wenig Munition. Hast du? Ja, ja. Ja. Da kann schon was, da geht schon was rein. Ja. Da können wir einen Kalmar anfangen damit. Ich habe mal schnell für 50 Euro Blei gekauft, Max. Ich mache uns bestimmt gleich zu, Alter. Feiern Weihnachten. Jeder ist da. Und wer ist der Einzige, der natürlich wieder fehlt? Dreimal dürfen wir raten. Stress mich jetzt raus. Stimmt. Das heißt, um 11 ist 11. Stimmt. 5 vor 11, also verspätet. Warte drauf. Auf Uhr 1 noch 11. Wo willst du einsteigen? Ha? Ich hab genannt den Koffer. Falsch abgeboten, Junge. Nächster Halt, Dschungel. Nächster Halt, Dschungel. Eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt oder so. Te voy a sacar del verano. No tenemos que sentir. Solamente cuando estemos ahí. En estado físico. So, Max, schön. Sicht? Ich glaube, das ist unser Fluss da, glaube ich. Peacock! Ja, Peacock! Alles voll. Alles voll Peacocks, Jungs. Geil! Ruf mal ein. Biele, Biele, Biele. Was ist das? Keine Ahnung. Komm her, wir gehen. Boah, da ist er. Geil. Perfekt, Jung. Hi. Nice. Hi. Nice. Nice catch. Guck mal, das sieht aus wie ein Zander irgendwie. Der, ja, ja. Das sind, was stimmt, ist das? Ja. Da liegt der Zander. Und das ist ein Barsch oder was? Der Schwarzbarsch. So. Jungs und Mädels, wir sind endlich angekommen da an unserem Gewässer. Gucken euch das mal an. Krass ist der Scheiß, oder? Da ist der Fluss, da läuft es aus. Da ist Meer. Meer raus. Jetzt fahren wir erstmal, wie viele Stunden? 3 Stunden oder was hoch zu uns. Und dann sind wir im Dschungel. Irgendwo im Nirgendwo. Wird geil. Wird richtig geil. Weißt du, es dauert eine halbe Stunde und fahre ich den Kutter, weißt du? So? Ich reiße das Kommando schon an mich, Freunde, keine Sorge. Schwimmweste habe ich nämlich auch keine gefunden in dem Ding. Was, Schwimmweste? Siehst du irgendwo Schwimmweste Fachtonne, oder? Mann, nie, was? Nie hat jemand hier eine Schwimmweste. Super, deswegen kriegt doch keiner mit, warum lassen so viel sterben. Ja, ja. Die letzten Jahre waren hier immer Gruppen. Ist bloß nicht gut gelaufen. Ja, genau. Was sagst du? Wie sind die Aussichten? Aussichten? Das sieht nach Regen aus. 5 Minuten, Alter. Wie ist es da? Warum sitzt du jetzt vorne? Zum Filmen. Guck mal. Hat vorher schon kreisen. Ja, ist egal. Ich gehe da hin, aber zu meinen Freunden, schon über ein bisschen Gräser. Home sweet home. Na, das machen wir schon. Ich kann auf dem Dach schlafen, aber das sieht schlecht aus mit dem planen Dach. Ne? Das klingt sehr spannend. Die Keller werden zusammen bauen. Aha. Schöne Flasche Bouilly gekühlt. Aha. Sogar 2, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, wie gesagt, ich kann eh nicht gut schlafen. Wenn jemand bei mir in der Nähe schläft, alle werden mich verrückt. Deswegen. Wirklich, was mein Problem ist, wenn ich jemanden atmen höre. Wenn ich nachts atmen höre, Alter, die schmilbst, da steche ich. Bevor ich noch Base werfe euch, habe ich mal gedacht, schlafe ich lieber am kleinen Boot. Oh. Junge, so viel gute Laune am Morgen kann ich überhaupt gar nicht leiden. Ja. Ich weiß ja. Vor allem, wenn schon wieder Regen ansteht. Regen ansteht, Alter. Die schnarchen alle. Alle.
Ausnahmslos. Nee, der andere nicht, aber schon alle. Ah, Lügenpresse. Das wäre was ganz geil wäre. Ein Valium, Alter, zum Schlafen. Ein Valium und ein Bier soll ganz geil sein zum Schlafen, habe ich gehört. Wieder was dazugelernt. Wenn ich mal wieder mit einer Gruppe, was ich nie wieder mache, auf einem Hausboot schlafe, dann brauche ich auf jeden Fall eine Packung Valium. Gehen wir erstmal angeln, Alter. Nach einer durchwachsenen Nacht. Albtraum. Wie viel haben wir überhaupt? 6 oder was? Jetzt? Siehst du? Nee, 9, ich glaube. 9 schon? Wann wird denn da hell? Auf geht's, Jung. Perfect. Perfect. Yeah. Only single. Great. And this is the rabbit catfish. Yes, the same we have in Italy also, the same. Krik, 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 yes. Under the water and you lock the fish, man. Oh, fun, good. You first. You know this wheel? Yes, I know this one. No, other side. Other side? Yes. Yes. On this time. Yes. Like okay. Normally, yes? Yes. I think like no, this. No, man. No. No, no. Like this. Like this. Aufgetackelt oder was? Du weißt schon, was dir erwartet, gell? Ja. Jetzt ist es soweit. Endlich. Der Dschungel-Tackle-Check. So ist es. Jungs und Mädels, ihr wisst, Waller bleibt immer lurch. Deswegen. Also immer gleich. Als Route haben wir hier die neue Mr. Waller Route. Das fertige Modell jetzt hat. Kriegen dann in kurzer Zeit noch mehr dazu berichtet, weil mega geiler Stock. 2,85 Meter lang, 300 Gramm Wurfgewicht. So, dann habe ich drauf natürlich die HR20, ist eh klar. Eine 60er Haltlein. An die 60er Haltlein habe ich dran geknippelt. Ein Pearl Bowing Swivel, oder wie er heißt, keine Ahnung. Dann habe ich da ein Gummiperlen, Wabba Beat, vermutlich, was er heißt. Das ist ein Fremdprodukt, das ist so ein Slider. Dann habe ich mit einem Mono, dass es besser abreißt, wie wenn ich das mit einem schwächten Wirbel einhänge. So 200 Gramm Blei oder 10 Unze Gramm angebunden. Wirbel haben wir schon gehabt. Dann habe ich oben drüber einen Rig Tube. Vorfach habe ich gemacht mit einem Enser Silent Leader. Und als Hoke benutze ich einen Mr. Waller Hoke in M. Ein Sleeve in Hashtag Ens drüber. Und hinten ein Mr. Waller Hook und natürlich da den Wider Hook Sleeve. Das war's. Dann habe ich natürlich noch die Klamotte von Zeck. So eine Brille haben wir dabei. Gute Laune haben wir dabei. Tackle Check erfolgreich. Das ist der erste Dschungel Tackle Check. We are late, ne? Da ist Max, das Problem von Max. Ja, aber. Max, du bist immer schön, Alter. Ja, ich merk's gerade. Das ist quasi wie das, was wir machen in Jana. Ganz genau so. Mit dem Meer ist eben zumal mit der Stehe, zwei halbe Stehe. Zack, zack. Einfach Kante gesucht, angefischt. Wir nennen das in Jana Fische, genau dasselbe. Aber wir würden Sachen baden, jetzt heißt es rauchen. Der erste Fehler ist kassiert. Sind wir gebannt. Ja, das ist schon abgelaufen, Alter. Ich habe noch einen Kopf gehabt. Mhm. Aber irgendwo hat das Blei festgehängt in einem Baum. Wahrscheinlich habe ich mal einen gezogen am Arschlag. Weg. Ja, der nächste Fehler. Aber sau schnell, oder? Sau gut, Alter. Was? Beruhig dich, Alter, beruhig dich. Mach doch mal. Ich bin die coolste Sau auf dem ganzen Boot, das schwöre ich dir. Fischkontakt haben wir schon gehabt, Motto Maxi leider nicht drauf, weil alles schnell gegangen ist, wir haben einen Doppelbiss gehabt dann. Und ich habe den Arschschlag gesetzt, dann hat mich erst mal im Boot versetzt, 5 Sekunden drauf, ausgestiegen, schade, war ein schwerer Fisch. Also, es gibt ja Wälse. Full Speed, Alter. Da ist er, der erste Lurch.
Gerade wollte man da die Piranha-Rute zusammenbauen. I can take it on the tail. Sure. Oh. Wie in Italien. Quick release. Good release. Umbre, you're a bad guy, you know? Thank you very much. Yeah. Es tut ja wieder so, als ob das nicht Absicht wäre. Weil er wieder nichts präsentieren will. Ich kenne die ja. In Italien auch immer. Ups. Wir brauchen. Aber das war mal ein Anfang. Geil. Grab him behind the back. Behind the hand. I'm. No. Maxi, du sollst ihn selbst nicht mehr untergesagt. First time you. Du sollst ihn selbst nicht mehr untergesagt. Du bist der Piranha-Mais. Alter, ich bin der Piranha-Mais. Junge. Aber der ist noch nicht hin, gell? Ich glaube nicht, dass der durch ist, der Hore. Boah, guck mal, da sind lauter Babys dabei, hast du? Baby-Piranha. Mega Piranha, Alter. Geil. Alter. Dann präparieren wir. Ja, dann präparieren wir, Alter. Was machen wir? So, Jungs und Mädels, ihr habt es gesehen. Einen Lauch haben wir gefangen, dann haben wir noch so einen riesen Fischotter gesehen. Und jetzt kontrollieren wir unser Netz, dass wir was Köder haben. Und dann machen wir schon Mittagspause. Siesta! 3 Stunden, Siesta! Good play, my friend. Aber sie verlängert sich die Mittagspause ein bisschen, gell? Ah, ich glaub schon, ja. Ja, ja, aber jetzt kann man nicht schlafen bei der Temperatur sein. Cool, geht's los. You ready? You ready, man. Ready born? Born ready? Jetzt haben wir Ebbe und das Wasser läuft auf. Nein, läuft ab im Moment noch. Und jetzt haben wir eine viel schnellere Strömung. Ja. Fast doppelt so schnell wie vorhin, hätte ich gesagt. Krass, gell? Jetzt ist aber gleich Pause. Jetzt ist gleich Pause, dann geht's wieder andersrum. Dann hauen wir raus. Alter, der Hund fährt ins Süßwasser und fängt einen Rufen. Alter. Geil. Das war ein neues Erlebnis. Boah, ich hab Adrenalin wie Sau, Alter, wie der da zweimal rumgefahren hat, im Schwanz, weißt du, was ich meine? Wenn welches Ding kann dich umbringen, dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Is it venomous? Yes. Yes. Very painful. Very painful. Painful, man. Huh. But you cannot die for it, but it's very painful. You can't die? No. Oh, okay. Passt schon, wenn nicht viel hingewiss. Erster Lurch hier. Jetzt, Alter, Umre. Geil, oder? Sag mal, was haben wir da? Erster Lurch hier, Alter. Mega. Maxi. Ja. Ich geb denne, sind wir da, Alter. Geil. Releasen, oder?
Geil, Alter. Boom. Mega geil. So, Jungs und Mädels. Der erste Angeltag neigt sich dem Ende zu. Es war ein guter Tag, am Anfang ein bisschen Pech gehabt, aber jetzt, heute Nacht, doch noch der Zielfisch. Freue mich mega. Und ich habe mich auch dazu entschieden, jetzt an der Stelle das Video direkt abzumoderieren. Also Jungs und Mädels, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch viel mehr hoffe ich. Wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Petri Heil. Ciao. Otra con ese flow, mami, yo no creo que haya. Oh.